Willkommen, Freunde! Wir spielen heute Willy Morgan. Es ist endlich erschienen. Ich hätte ja die Demo gespielt. Ich glaube, das ist schon ein halbes Jahr her, kann das sein. Und jetzt ist das Game endlich veröffentlicht worden. Das heißt, wir werden ein wenig Rätselspaß haben. So, kann losgehen. My research is finished at last. Tomorrow I'll submit it to the professor. It will be a big day. Tomorrow is the anniversary of Dad's disappearance, too. It's already been 10 years. Henry Morgan, the famous archaeologist, vanished under mysterious circumstances. This was the most recurring headline in the newspapers. I'm sorry, Dad. I tried really hard to understand where your final research took you. A hello to Mom, and then to sleep. Unfortunately, she can't be here tomorrow. Her latest expedition in the Amazon is taking longer than expected. Let's hope she receives my email. Good night, Mom. Einige Stunden später. Coming! This postman believes that everything he delivers is urgent. One can never even get a few hours rest. It's only 2 p.m. The day has only just started. Ja, der läuft erstmal die Treppe runter. Und guckt mal nach der Post, wie sich das gehört. Let's see. Bills. A letter from me? Nobody writes to me, usually. It's dated July 25th, 2008. The same day my father disappeared. Dear Willy, it's Dad. If you received this letter, it means that my mission didn't go according to plan. I can't linger or I would put your mother and you in danger. You must go to the old inn in Bonetown as soon as possible. Room 09, but never trust anyone. Everything begins there in the warmth of a friendly place. Love, Dad. Hmm. It certainly isn't a prank. The style and handwriting are my father's. I've looked for clues to his disappearance for 10 years. And I even got a letter from him. I must leave for Bonetown immediately. I'll have to manage somehow, because Mom is still traveling. But Bonetown isn't far. With a little money and a bike, I can get there in a few hours. I saw the bike around the house. There's even some money around here somewhere. Off we go! Perfect! I already found the bike. Or rather, what's left of it. To leave, I'll need all the other parts, too. Hi, I'm Willy. Would you like to take short tutorial to learn how to handle things in my world? Nö, möchten wir nicht. Wir fangen einfach mal so an und schauen, ob wir klarkommen. Alright, let's start. Ja, wir fangen an in seinem Zimmer. Klassisches Point-and-Click-Adventure. Gucken, wie weit es da links darüber geht. Ah, hier haben wir eine Notiz. Ah, das ist die Anschaffung, die wir brauchen. Die ganzen Gegenstände für das Fahrrad. Gucken, wo ist denn das Inventar? Ah, rechte Maustaste, Notiz, Fahrradklingeln. Okay, das sind ja alles so fast schon Naturgegenstände, kann man sagen. Geil finde ich die Räder, wie die aussehen. Genauso wie der Traumfänger an der Wand. Okay, dann fangen wir mal an zu kombinieren. Collecting everything found lying about is a real fixation. So, Poster.
Hier irgendwie Schubladen. Ich habe die Demo-Version schon gespielt, aber ich habe keine Erinnerung mehr daran. Empty. I could fill it up with the stuff inside the boxes around the corner in the corridor. Oh, nichts. Ah, da haben wir doch was. They will come in handy. I'll take them with me. Was schon mal eine Pedale, das ist schon mal gut. Here they are. So, da ist ein Bild. It won't be an ISO 9000 certified ladder, but it will do. Got you, Wheel. Ah, das war jetzt reiner Zufall. Ich habe die Schubladen so rausgezogen. Ja, gut. War schon mal ein Reifen. Prima, prima, Ballerina. So, wie geht's denn weiter? Haben wir ein Sparschwein? Its contents could come in handy. Giotto always had one too, or so they say. So, einen Zirkel haben wir genommen. Sehr gut. It won't come off. It looks like it's bolted on. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich einen Schraubendreher. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das ist die Lampe, die können wir anmachen. Da können wir irgendwas mit schmelzen, glaube ich. Gemälde, hier haben wir einen Schlüssel. No way. If we start by taking a key at the beginning of the adventure, what will happen next? Okay, das ist ja meine Aussage. Gehen wir mal runter. So. Hier waren, glaube ich, noch ein paar Kisten, wenn ich mich richtig erinnere. If only there was a rubber chicken, but these could come in handy too. Hey, super. I feel more at ease taking it with me. Sauglocke, das ist auch gut. Boah, wir finden hier doch einiges. Too many things. I couldn't take them all with me. Okay. It's always good to have one for a pleasant bike ride. Ja, haben wir das Fahrrad schon fast zusammen, würde ich sagen. Da ist nichts mehr. Nee, da ist auch nichts mehr. Okay. Gucken wir mal im Badezimmer. Was wir da so finden. Da ist Seife. I ran out of it this morning. I meant to go shopping, but my plans fell through. I prefer to leave it here. Otherwise, I won't be able to monitor the phases of my puberty. Okay, was haben wir hier? Oh, was haben sie da nice gemacht hier mit dem Qualm über der Duft, Duftkerze, Duftlampe, wie auch immer. If somebody threw something in there, it means it wasn't meant to come out again. Okay, wir haben ja den Pümpel. Ich vermute mal, den können wir damit verwenden, oder? I see no alternative. Now you'll discover the huge power of a plunger. Die Superkraft einer Sauglocke, naja. Nice work. Now I can safely leave home. Well, look what was hiding in the bathtub. It's certainly a part of the bicycle. I'm amazed by the extremely intelligent use I made of it. Okay. Ach, der benutzt das als Zahnrad. Das ist ja auch genial. There isn't a drop left. I used it all for the bath I was planning to take. Okay, die Produkte möchte auch nicht. Ja, dann gehen wir mal raus. Und geh mal wieder ins Zimmer. Weil da ist mir ja noch eingefallen. Hör mal zu. Einen Traumfänger können wir jetzt hier losschrauben. The screws don't turn. They got rusty with time. Okay, das geht nicht. Gummihammer mit Sparschwein. Let's see if this rubber hammer might come in handy. Oh. Das scheint nicht funktioniert zu haben, ja. Dann nehmen wir doch mal den Zirkel und probieren Good mal. Grip. But it looks like something is still missing. Hm. Okay, dann gehen wir noch mal runter. Mal gucken, ob wir unten Öl finden. Das
für eine Tür? Ah. Hier haben wir den Wecker. Ich glaube, den können wir auch mitnehmen. It could contain something important that would be of use to me. Bücher. Gemälde. Lampe, okay. Aber ich war I better not turn it off. Mom must have had her reasons for leaving it like this. At least I think so. Ich war der Meinung, ich hätte mit dem Wecker mal was gemacht. Naja, wir schauen gleich My mal. Mother took almost everything with her for this journey. Ich will mal einen Schraubendreher benutzen mit dem Wecker. Vielleicht macht er den ja irgendwie auf. Let's see what's wrong with it. Naja, so geht's auch. Look what was inside it. Maybe that's why it wasn't working. Replacing the internal alarm with the bicycle bell might not have been Ach, a brilliant genau, der idea. Baut sich eine Fahrradklingel daraus. I think I'll need it shortly. Sehr gut. Zerlegter Wecker. I don't need a broken alarm clock for my trip. Das ist ein Spiegel, aber Admire da war my nichts. Physical prowess. Naja. So, dann gehen wir mal runter. Wir können ja die Taille schon mal verstauen an seinem Fahrrad. Ich glaube, das müsste funktionieren. It works perfectly. I would only run the risk of damaging it. There's information that could be useful. Okay, die Zettel hat er auch mitgenommen. So, dann schauen wir mal. Halt, bleib hier unten. Immer zum Fahrrad. There's still something missing. Ja, das stimmt. Nearly there. Not long to go. Another part. Almost Sehr ready. Gut. The lead is missing. Nadel fehlt, ja. Pedale. It's not time yet. Sattel? I'd really love to try it. I think there's still something missing. Okay. It needs at least a bolt in order to use it. It needs at least a bolt in order to use it. I don't know where to connect it. Ach ja, genau, da fehlt ja noch der Lenker. Kleine Bibliothek, mal gucken, ob wir hier was finden. Ne, dann gehen wir mal in die Küche. There's still something missing. So. Kühlschrank. Gucken, was wir da so finden. I can't take it. It serves an kann important ich nicht function. Nehmen, der hat am Kühlschrank I used it temporarily to reinforce one of the shelves. Ja, das ist ja auch geil. If I pull it out, everything will fall down. I first need to fix the shelf. Okay, dann müssen wir den mit irgendwas austauschen. Better not take a hammer to everything. It needs at least a bolt in order to use it. Vielleicht. There are several ways to use it. That is certainly not one I had in mind. Ja, das haut auch nicht hin. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas zum Austauschen. Was haben wir denn hier noch? The lead is missing. Oh, sag mal die Pedale. I think this is. I already had breakfast. No thanks. I never eat between meals. Okay, das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Wir brauchen auf jeden Fall just like the handlebar from my bike. Ersatz für einen Lenker. Also wir brauchen. Na, wie gehe ich denn jetzt hier wieder raus? Das ist das.
Ah, hier. Alles klar. Da bin ich ja mal gespannt, was wir da als Ersatz nehmen können. Damit wir uns den Lenker schnappen können. Obwohl das ja nicht der Lenker, die Gabel ist das, Gottes Willen. Sprachzentrum schon wieder total kaputt. Hier haben wir verschiedene Sachen. It doesn't look like it, but there's a logical order. If I start moving everything, the whole day will be affected by it. Ich glaube auch, so wie das da aussieht, braucht er da einen Tag für. I could do with something to cook. Others use it to cook sweet little furry animals. I prefer heating up something already cooked. Mikrowelle, was haben wir denn? In this, my mother used to hide little surprises for me. Let's see if I'm still lucky. Ah, Geld. Would you look at this? Super, dann brauchen wir das Sparschwein gar nicht. It looks like there's a little emergency money in the bottom of the tins. There's no super. Greater emergency than this. It's quite a bit of money. Once the piggy bank is opened, I could have a small fortune. I can't. When Mom leaves for a trip, she always turns off the gas to avoid any unpleasant surprises. She always says that for a kid my age, the microwave is more than enough. I don't think the incident last year helped. Let's just say that calling the fire department about a burned pan can't exactly be considered my finest moment. Das ist ja auch geil. Seine Mutter stellt den Gasherd immer ab, weil sie Angst hat, wenn sie wiederkommt, dass sie Überraschung erlebt. Das ist doch super. Aber kein Öl hier, ne? Das ist unglaublich. I would like to return it among the boxes stacked in the closet, but I'd better leave it here. Der Schrank geht auch nicht auf, Mikrowelle. Ofen. Hier ist auch nichts. Da muss doch mehr sein als nur das Geld. Kann mir gar nicht vorstellen, dass das alles war. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich die Nadel herbekomme. Das finde ich übrigens auch komisch. Dass man... Achso, doch, das steht schräg, das Regal. Ich dachte, der guckt da gerade drauf. Das wäre ja eine komische Optik. There's still something missing. Da gehen wir nochmal nach oben. Bestimmt irgendwas übersehen. The painting is really beautiful, but so is its setting. Hier noch was am Boden oder so? Nee. Wir gehen hier nochmal ran. Kaktus, vielleicht kriege ich da die Spitze her. Strange object. Let's see what happens when I pull one of the branches. I thought so. Ingenious. Oh. Typical of my mother. I bet she designed it. Look at the nice ring inside it. It looks ancient. And there's also an engraving inside, difficult to make out. S.C. Arvis Mag A. I think sehr schön, dass wir von unserer Mutter erstmal den Spruch klauen. Wow! Now in your inventory you have items that you can combine. Doing so is very simple. Open the inventory, select an item with the left mouse button, then select a second item. If successful, wait a few moments and you'll see these items combine and a brand new one will appear. This will certainly be very useful. Try to combine the item you just found with another item you already have in your inventory. Machen wir. So. I must try to find a better way to use this piece of memorabilia. Okay, ich dachte, es wäre eine Halterung für die Klinge. I must try to find a better way to use this piece of memorabilia. And it came to pass that my criminal career began.
Ah, okay, da haben wir schon mal die erste Kombination. Ah, die hat er als Nadel genommen. Sehr schön. Ein Dietrich. Ah, alles klar. It needs at least a bolt in order to use it. A strong monkey wrench. Okay. Zerlegter Wecker. Dann würde ich sagen, gehen wir mal raus. Gucken hier in die Ecke nochmal. Aber da war, glaube ich, nichts mehr. Der Werkzeugkasten, der war leer. Kisten. Fenster, ne. Okay, hier waren ja keine Schubladen, ne? Nee. Okay, probieren wir jetzt nochmal den Dietrich. Excellent idea. That way I can open it without causing irreparable damage. I wonder how much I've managed to save in the last few months. Ah. I expected more. All that noise and all I got is this lot of gears. Und wieder neue Zahnräder. Wie geil ist das denn? Offene Sparschwein. Am Bett. Warte mal, hier ist noch. Können wir die hier mit verbinden? It doesn't seem to be working. Nee. Aber wir können doch mal rausgehen nochmal. Und gehen nach unten. Dann können wir die Zahnräder schon mal montieren. Perfect. A few more parts. Ein paar Teile noch, ja. I must find a more useful way to use it. Okay. Dann würde ich sagen, wir gucken noch mal, was war im Kühlschrank, ob wir den Dietrich jetzt benutzen können. I must find a more useful way to use it. Nö. Milch, die will er ja auch nicht haben. Bananen, das will er alles nicht haben. Das heißt, wir müssen irgendwas finden, dass wir den Lenker austauschen. Mit was? It needs at least a bolt in order to use it. Useful, but not for everything. Funktioniert nicht. Mom always says that milk is good for my fragile bones. That's why we always have a supply in the fridge. Okay. Ich war der Meinung, ich hätte irgendwas gefunden, so eine Art Öl oder so das letzte Mal. Jetzt könnte es aber sein. There's still something missing. Dass wir die Pedale jetzt anbringen können. It's not time yet. Immer noch nicht. Okay. It needs at least a bolt in order to use it. Okay, hier war glaube ich auch nichts. Mit den Notizen, was steht denn da drauf? Here are a few notes I've written down lately. Fix Mom's alarm clock. And there's more. Mom's Wecker reparieren, er hat ihn erstmal voll zerstört. I like where it is. I don't need a painting to remind me of my grandfather. There are several ways to use it. Was ist denn jetzt los?
noch eben Fehler. So. Jetzt gehen wir mal raus, nochmal an den Kühlschrank. Die Tür können wir auch gar nicht schließen. Jetzt versuche ich den Pümpel nochmal, fällt mir gerade ein. There are several ways to use it. That is certainly not one I had in mind. Just what I needed. Schraube, alles klar. There's no need to do anything else. I couldn't go anywhere without it. Alles klar, der Lenker, der war, musste die Schraube lösen, um an den Lenker ranzukommen, ne? Das ist doch super. Mir fehlt ja gar nicht mehr so viel. Very good. There's still something missing. How professional. Nearly there. Könnte das auch It needs at least a bolt in order to use it. Okay, er will immer Bolzen haben. It's not time yet. Okay, das funktioniert noch nicht. Okay, schauen wir mal. Should it tear, I wouldn't be able to remember all the bike parts. Should it tear, I wouldn't be able to remember all the bike parts. Genau, ich hab's ja verstanden, aber wie öffne ich dich denn jetzt, so blöde Notiz? Ah, rechte Maustaste. Fahrradklingel haben wir, Fahrradsattel haben wir. Okay. Das Rad fehlt noch, eine Kette fehlt noch. Pedale, da braucht man noch irgendwie so eine Art. Wolltest du mal eine andere Pedale? Okay. Jetzt ist natürlich die Frage. Wie bekommen wir diesen Traumfänger los? Da müssen wir irgendwie mit Öl arbeiten oder so. Et voilà. Eingeschaltete Lampe. Useful, but not for everything. It's a memento. Best leave it here. Ich war der Meinung, dass irgendwo noch Öl war oder irgendwas mit Wachs oder... Eingeschaltete Lampe, Traumfänger. Da ist auch nichts. Das, im Bett ist nichts. Wir können die ja mal zumachen. Nee, da ist so weiter nichts. Better not take a hammer to everything. Den Schlüssel jetzt vielleicht mal? No way. If we start by taking a key at the beginning of the adventure, what will happen next? Möchte den nicht nehmen. Okay. Wir sind ja schon ziemlich. Oh, ist mit meiner Stimme los, ey. Gerade sagen, wir sind ja schon ziemlich weit. Promise, when I get back, I'll sort everything in alphabetical or chronological order, just as I've been doing for the last year. Fehlt ja nicht mehr viel. Plakette. It's essential to remember the title and the author's name. Hier am Kaktus haben wir gezogen. Hier sind Bücher. Bücher, Bücher. I don't need a map to get to Bone Town. I already know where it is. Moreover, this isn't a map of our state. I better not turn it off.
Mom must have had her reasons for leaving it like this. At least I think so. Admire my physical prowess. Genau, deine physikalischen Fähigkeiten. Das ist ein Wappen. Okay. Gucken wir in der Küche nochmal. Wobei, Badezimmer müssen wir auch nochmal schauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, da haben wir auch noch was übersehen. Toilette. Das ist der Spiegel. Schranktür. City haben wir gar nicht aufgemacht. There's a lot of stuff in here, but it's no use to me. Da wird nichts angezeigt. Dann machen wir die andere Schranktür. Let's take Sonnenöl. It. Ah. One never knows what might come next. Da haben wir es doch. Das haben wir noch gebraucht. Siehst du, da wusste ich doch. Irgendwas hatte ich noch vergessen. Okay, Schranktür. So, jetzt weiß ich auch noch, wenn ich das Sonnenblumenöl, glaube ich, benutze, mit dem Traumfänger, dann sagt er, das ist ausgetrocknet. Okay, das muss er erstmal hier an der eingeschalteten Lampe irgendwie wärmen. Excellent. The heat from the lamp is melting the oil. It's ready to use now. Okay, super. Jetzt können wir es benutzen. Rusty screws are loosening up. I also finished the suntan oil. I better leave the empty bottle here. Super, jetzt müssen wir ihn eigentlich abschrauben können. Now it works. Ah, sehr gut. Dann können wir jetzt runter und das Rad montieren. Making progress. I can glimpse its shape. Okay, das ist ja schon mal super. It's not time yet. It needs at least a bolt in order to use it. Better not take a hammer. I must find a more useful way to use it. Nee, das funktioniert auch nicht. I must find a more useful way to use it. I must find a more useful. Okay, ich hätte gedacht, man könnte das ja mit der Sanduhr mal ausprobieren. Was fehlt denn jetzt? Die Kette fehlt noch und das Rad. Nee, das Rad haben wir, das Rad haben wir. Das haben wir noch. Die Kette fehlt noch. Und die von der Pedale fehlt auch noch ein Stück. Raus geht er ja noch All nicht, I need ne? now is ready to go transportation. Nee, das macht er nicht. Okay. Ist hier das Fahrrad? I've already read them all. Das hier mit der Schublade, die funktioniert auch nicht, ne? Nee. Suchen wir hier nochmal alles ab. Hat dir im Badezimmer auch geholfen? I could do with something to cook. Others use it to cook sweet little furry animals. I prefer heating up something already cooked. Da vielleicht irgendwas benutzen? Useful, but not. Will er nicht. It needs at least a. Better not take a hand. It needs at least a. It needs at least a. Useful, but not. Useful. Das will irgendwie alles nicht so richtig.
I must find a more useful way to use it. I must find a more useful way to use it. I must find a more useful, but not. Sonst war hier auch nichts weiter. Sachen, sagt er immer. Better not take a hammer to everything. There are several ways. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wo wir die andere Pedale herbekommen. Gucken wir mal, ob wir irgendwas finden, wo wir mit interagieren können. Wir können ja mal das Licht anmachen. Das geht gar nicht. Hier, Schranktür. Lampe. Mit der Lampe irgendwas machen? Useful. Nee, haut nicht hin. Better not take it. It needs at least. There's. I must find a. They represent an important part of my life. Let's make. Kopfkissen, hier ist noch ein Wappen. It's not about bragging to friends. It's the symbol of my family, and I'm proud of it. Wollen wir den Wecker irgendwie nochmal ein zweites Mal benutzen? Nee. Haben wir vielleicht? Better not take. I've already read them all. Hier geht's noch runter. I will leave it here as a warning. Ach, ich will nur mal was gucken. Vielleicht geht's ja auch nach unten. Also ich meine jetzt hier in die Richtung hier. Aber es sieht nicht so aus, ne? Schranktür, wenn wir die aufmachen. War da irgendwas drin? Essential for traveling. Gürtel, sehr gut. Gürtel können wir als Kette benutzen, würde ich sagen. Collecting everything found lying about is a real fixation. Okay, das will er nicht einsammeln. Gucken, ob der Gürtel. Ah, der Gürtel wird als Kette angezeigt. Schon mal gut. Die Schubladen haben wir schon aufgemacht. Ventilator zeigt er nicht an. Hier zeigt er auch nichts an. Nö. Auch nicht, den Schlüssel möchte er nicht nehmen. Mal gucken, was er macht, wenn wir die Kette jetzt ranbringen. Halt quasi ein Gürtel. Not long to go. Nearly there. Fast fertig, genau. They connect perfectly. Ah, das war's schon. The bike is ready. I just have to take it and that's it. Bone Town, here I come. Wow, das ist ja geil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. I've already read them all.
Let's go. Super. Es geht weiter. Geile Mucke. Hätte ich dem Game jetzt gar nicht so zugetraut. Alter, was fährt der denn für eine Strecke? All die Umwege. Alter. Da ist er, Bone Town, ne? Wahrscheinlich heißt das auch so. Weil sich alle die Knochen brechen, wenn sie da reinfahren. So, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. I forgot to mount the brakes in my hurry to leave. Fortunately, I escaped without any major damage. Better take what's left. I'm especially sad about the bike. I was very fond of it. Sehr gut. So, was ich sagen wollte, wir machen jetzt an dieser Stelle erstmal Schluss. Und dann ist das quasi der erste Teil, der abgeschlossen ist. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Da freue ich mich schon drauf.